So, jetzt muss ich noch mal die Route laden. Wo ist der Samstag? Ach, da ist ein Fehler in der Datei. Jo, schon die erste Sperrung hier. So, hab noch mal den Track jetzt neu gespeichert, weil da irgendwie ein Fehler drin war. Hab den jetzt aus OSMN in Google Drive gespeichert, heruntergeladen, den im Bosch-Portal, aber im Webportal auf mein Neon 2 hochgeladen, da nochmal synchronisiert. So, hier, Ostersamstag 2. Das hat mittlerweile geklappt, ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert und ich denke mal, jetzt sollte es klappen. Da will ich mal starten. Ich bin hier bei den Minkwiesen in Eppendorf oder Alsterdorf ist das schon. Ja, ich starte jetzt Richtung Ohlsdorfer Friedhof. Jetzt pfeift der Wind ganz schön. Ich hoffe, man hört es nicht. Ja, bin jetzt im Ohlsdorfer Friedhof. Ja, ist ja ein reger Kfz-Betrieb hier auch. Ja, ich weiß nur, dass Heinz Erhardt hier auch lebt, aber ansonsten sind auch viele berühmte Personen, die hier ihre letzte Ruhe finden. Es gibt auch viele Rennradfahrer, die hier ihre Übungsrunden drehen. Weil es einfach keine Ampeln gibt hier. Und der Belag ganz gut ist. Zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ein schöner großer Kreisel. Hier gibt es etliche davon. Oh, die Schranken sind aber neu. Ja, wir sind immer noch auf dem Friedhof. Das ist der Wahnsinn, wie groß er ist. Also ich bin übrigens heute nicht hier, um Wasser zu holen. Ich habe Wasser dabei. Sogar mit Kohlensäure. Ich liebe es ja richtig mit viel Kohlensäure. Da so ein Soda-Stream ballert mir immer so viel rein. Ja, ist so einer der Kapellen hier. Ein richtiges Volksfest an der Kapelle. Nach Beerdigung sahen die nicht gerade aus mit ihren Picknicksachen. Danke. Ihnen auch, danke. Ja, vom Ausgang Ohlsdorfer Friedhof habe ich mich direkt einen Weg zum Alstertal navigieren lassen. Geht es hier so ein bisschen durch die Wohngebiete. Ja, reger Familienbetrieb hier. Ja, jetzt sind wir schon am Alstertal hier. Hier kaum filmen, so viele Leute sind immer unterwegs. Ja, ich hoffe, dass mein Puschel überhaupt noch da ist. Das geht alles ohne Ton aus. Ja, ist noch da. Gott sei Dank. Ja, schon die ersten Paddler wieder unterwegs. Cool. Ja, so langsam wird's Frühling. Wie schön hier. Ja, ich muss sagen, das klappt ganz gut mit dem Neon und der Navigationsansage. Das Display ist halt immer an und ich sehe halt immer gerade, was Sache ist.
Und links kommt das Audiosignal mit Sprachanweisung. Wenn ich will, kann ich das hier auch nochmal einschalten. Das ist perfekt. Ja, nach dem letzten Update scheint mir das auch besser zu funktionieren. Also Nyon hat irgendwie vor einer Woche ein Update gebracht. Jetzt bewege ich mich direkt auf den Flugplatz zu. Mal sehen, ob wir irgendwelche Flieger noch sehen, gleich die hier reinkommen. Das ist direkt die Einflugschneise. Ja, kürzester Weg zu mir nach Hause wäre jetzt in die Richtung, aber ich fahre jetzt noch mal einmal um den Flugplatz rum. Und hoffe, dass ich hier noch mal einen Flieger erwische, aber ich glaube zurzeit kommt nichts runter. Guck gleich noch mal auf Flightradar. Oh, meine Muskeln sind ein bisschen abgekühlt. Ständig diese Radfahrer und diese komischen Teile da über der Straße, die man von hier aus nicht sieht. Das Blendschutz für die Flugzeuge, damit die nicht von dem Autoverkehr geblendet werden oder eventuell die Straße verwechseln mit der Landebahn. Das mit einer Hand. Ui, Gott. So, schöne Aussicht. Auf was eigentlich? Ja, hier haben wir so einen Punkt, wo das Bosch absolut versagt. Das will mich hier zurückschicken und hier an irgendeiner anderen Straße entlang führen, die absolut nicht befahrbar ist. Hier OSM End macht das richtig. Also das Ding, auf das kann man sich nicht verlassen. Das ist nur für, ja, als Anzeige zusätzlich ganz hilfreich. Aber nur sich auf das Nyon zu verlassen, das funktioniert nicht. Also wer würde vermuten, dass es da irgendwie weitergeht? Aber es geht da weiter. Ich hätte vorhin schon unter der Landebahn durchfahren können, durch den Grundstiegtunnel. Aber ich wollte jetzt mal die große Runde fahren. Ist ja noch einigermaßen angenehm. Und fahre jetzt durch ein Gewerbegebiet in Nähe von Norderstedt. Ja, da oben hinter mir haben sie so ein paar Bänke installiert, um die Flieger begrüßen zu können. Hier sind die Leuchtfeuer. Das ist jetzt die andere Landebahn, Ost-West. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Flieger heute gesehen. Ja, ist herrlich hier. Ruhig, kein einziger Flieger. Der Untergrund hier ist ziemlich weich. Wenn ich den Motor ausschalte, das ist echt schwer zu treten, das ist Wahnsinn. Das ist, glaube ich, so eine Art Torf hier. Aber Spaß. Ja, ist richtig moorig. Oder wie man sagt. Keine Ahnung. Hat schon was. Ah, doch ein Flieger hier. Während ich hier durch den Matsch fahre. Ja, Matsch ist es nicht wirklich. Das ist schon irgendwie konträr. Es ist total ruhig hier und wir sind direkt am Flughafen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und das ist so ein bisschen mystisch hier. Hab mal angehalten hier. Hier ist nämlich ein Schild. Das ist das Omoor. FFH-Gebiet. Die Abkürzung sagt mir jetzt nur nichts. Ja. Pflanzen, Tiere. Ja, so soll es sein.
Saftrad. Immer so einen Aufkleber gemacht. Blöderweise transparent, sodass man KTM-Schriftzug noch durchsieht. Hab mir schon neu bestellt. Oh, da ist eine Birke umgeknickt. Ist aber eigentlich Wahnsinn, wie viel Platzbedarf so ein Flugplatz hat. Kann man nicht irgendwie so eine Art Standard einführen für so ein Katapult und irgendwie so ein Teil, mit dem man die Flugzeuge wieder einfahren kann. Da könnte man hier schöne Spielplätze und Parkflächen bauen. Ja, hier ist der Grundstücktunnel. Hier hätte ich auch durchfahren können, hätte ich mir ein bisschen was gespart, aber deswegen bin ich eigentlich unterwegs. Steht sogar in der 747, auch mehrere, ganz viele 747. Und dann kommt eine Cessna rein. Ach, süß. Ah, es wird so langsam ein bisschen frisch. Ich werde mich trotzdem gleich mal meine erste Pause machen. So. Mal ein Brot essen. Kommt doch was Größeres rein jetzt. Oh, das ist die südliche Spitze hier von der Landebahn. Ja, überall sitzen sie und nutzen das schöne Wetter aus. Sitzen auf den Bänken, essen was, trinken Bier. Ja, was will man machen, ne? Doch noch einer rein hier. Ja, mit der GoPro ist das nicht so spannend. Ja, ich entferne mich jetzt vom Flughafen, vom Flugplatz. Ja, hier wird renaturiert. Schön. Sehr schön. Toll aus. Das ist erstmal bewachsen. Ja, das ist die Tarpenbeck hier. Privatzugang. Und Holzkohlegeruch liegt in der Luft. Osterfeuerzeit. Osterfeuer, daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, plötzlich ist man hier in so einem Neubaugebiet. Ja, hier haben sie die Wohnung hingeklotzt ohne Ende. Es waren vorher nur Schrebergärten. Ja, es war eine nette kleine 36 Kilometer Runde. Und genieße noch die letzten Sonnenstrahlen heute am Samstag. Also morgen am Ostersonntag und Ostermontag soll es ja nicht so schön werden. Ja, ich hoffe, dass es mit dem Ton geklappt hat. Mit dem Rode Wireless Go 2 habe ich das erste Mal jetzt getestet. Ich denke mal, das müsste schon Weltenunterschied sein zu den Windgeräuschen, die vorher da waren. Und bei Interesse könnt ihr mal bei Mario Dorn auf seinem Kanal gucken. Der hat da ein ausführliches und auch sehr gutes Video gemacht. Hat mich auch so ein bisschen angefixt, das Rode mir zu besorgen. Und ich denke mal, es hat sich gelohnt. Allein schon solche Aufnahmen zu machen. Nicht immer die Kamera direkt in der Hand zu halten und hier auch nicht durch die Gegend zu schreien, damit der Ton auch an meiner Kamera da hinten ankommt. Ach ja, übrigens, Saftrad, der Kanal ist ja wirklich explodiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Die sämtlichen Videos sind entstanden, bevor ich diesen Kanal überhaupt gegründet habe. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Hintergedanken, dass ich das auf YouTube hochladen will. Aber vor allen Dingen für mich selbst die Videos zu machen, um einfach später auch eine Erinnerung zu haben. Ja, dass letztendlich so viele dran teilnehmen und sich die ganzen Touren auch alle angucken, das ist schon erstaunlich. Wenn ich damals gewusst hätte, wie viele Leute da zuhören, oh Gott, es geht mir jetzt schon so, ich bin echt ein bisschen sprachlos, weiß nicht so richtig, was ich sagen soll und habe eigentlich auch so ein bisschen Lampenfieber.
Ja, ja. Nee, aber es war schön. Ja, und ich habe die Tour von Hamburg nach Tübingen auch noch mal komplett neu durchlebt. Dadurch, dass ich die ganzen Videos noch mal sehr intensiv nacherlebt habe und geschnitten habe. Ja. Ja, ich bin echt begeistert über die vielen Kommentare und Anteilnahme und Feedback. Und freue mich, dass es größtenteils ganz gut bei euch ankommt. Freut mich sehr. Ja, dann denke ich, dass es dieses Jahr auch mal wieder irgendwann auf Tour geht. Ich habe noch nichts fest geplant. Also ich will auf jeden Fall meinen Urlaub auf dem Rad verbringen und nicht irgendwie mit Flieger unterwegs sein. Irgendwie auch immer. Wird sowieso nicht möglich sein. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass die Campingplätze nicht so schnell wieder aufmachen. Mit dem E-Bike ist halt auch immer das Thema, dass man abends seine Akkus aufladen will. Ach ja, da gibt es eine Neuigkeit. Ich habe mir noch neben meinem vorhandenen 625er Wattstunden Akku noch einen 500er Generalüberholten gekauft. Also der läuft tadellos seit November. Habe ich 300 Euro bezahlt. Und den benutze ich auch im Alltag, weil dadurch das Rad einfach leichter ist, als wenn ich mit dem großen Akku durch die Gegend fahre und das die Treppen hoch und runter tragen muss. Ja, und dann im Sommer im Frühjahr, je nachdem, wenn ich meine Touren mache, habe ich halt eine größere Reichweite. Ich muss mir nicht immer so viel Gedanken mit dem Nachladen machen. Wobei ich finde das ja immer spannend, Ladestationen zu suchen und dann erfolgreich welche zu finden und so weiter, finde ich ja immer ganz nett. Aber das können wir ja immer noch machen. Ja, dann freue ich mich auf weiteres Feedback und Kommentare wie immer. Und danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.